Hallöchen, liebe Freunde auf dem Kanal vom PVB. Okay, ja, weiter geht es hier mit unserem Spiel Escape the Pacific. Und ich bin hier auf einer Insel gelandet und erweitere gleich mein Floß, um Material mit nach Hause nehmen zu können, Baumaterial. Und hier auf mitten der Insel finde ich auf einmal hier so Statuen. Was sie wohl bedeuten, merkwürdige Statue steht da. Da steht auch merkwürdige Statue. Merkwürdige Statue. Okay. Weit und breit ist nichts weiter, also keine Eingeborenen, nichts. Schauen wir mal, was das hier ist. Ritual Statue Place. Also. Da gibt es irgendwelche Ritualien, die hier gemacht werden. Getrocknetes Fleisch. Wer wird denn das wohl dahingelegt haben? Das ist natürlich die Frage. Nehmen wir das einfach. Getrocknetes Fleisch. Anscheinend kann man es essen. Boah, wer legt es da hin, ne? Sehr, sehr merkwürdig. Schauen wir mal. Das wird halt, ja, das schneide ich dann irgendwie in einen Clip mit rein. Okay. Jo, also bis zum nächsten Clip, würde ich dann ganz einfach mal sagen. Tschüss. Genießen wir mal den Sonnenuntergang. Wir fahren in den Sonnenuntergang. Da vor uns links vom Mast ist meine Base. So, ich bin jetzt noch mal offline rübergefahren zur anderen Insel, wo die restlichen Segel noch lagen. Die habe ich jetzt montiert und bringe diese Segel jetzt mit nach Hause. Ich muss mir nachher nur noch mal überlegen, wenn ich rüberfahre, wie ich das mit dem einzelnen Baumstamm mache, den ich darüber transportieren muss, um dieses eine Floßmodul noch fertig bauen zu können. Da habe ich mir noch nichts überlegt, wie ich das mache. Keine Ahnung. Aber irgendwie werden wir das schon schaffen. So, alles ist noch intakt. Noch einmal ein kleiner Hinweis für euch, nehmt öfters den Hammer in die Hand, kontrolliert mit dem Hammer, ob hier alles bei 100% ist. Ansonsten immer schön und schnell reparieren. Dasselbe gilt auch für eure Homebase oder überhaupt, wenn ihr irgendwo ein Haus gebaut habt, vergesst es nicht. Auch dort nachzuschauen, ob die Wände, Fenster, Türen etc., Fußboden noch 100% Tragfähigkeit haben. Ansonsten kann es passieren, dass wenn ihr vielleicht unter 50% seid, dass euch bei einem Sturm gegebenenfalls ja, Teile vom Haus wegfliegen, kaputt gehen oder vom Floß kaputt gehen. Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich wollte es auch noch nicht ausprobieren. Weil man müsste vorher dann dementsprechend schon einen Safe-Punkt nehmen und sagen, okay, jetzt probieren wir das mal so lange aus, bis vielleicht irgendwas kaputt geht. Aber man weiß immer nicht, wann das passiert, ne? Also es ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ich würde sagen, probieren wir es lieber mal nicht aus. So, ich sehe, die Sonne verschwindet jetzt gleich am Horizont. Es werden die Wolken, glaube ich, etwas dicker. Und es könnte vielleicht sein, dass es dann bald regnet. Wäre es nicht schlecht, dann könnte ich meine drei Fässer, die ich hier auf dem Hausboot habe, die könnte ich dann befüllen. Dann hätten wir auch genug Wasser für weite Fahrten. Wobei
Der Körper ist eigentlich jetzt relativ genügsam. Also ich komme mit Essen und Trinken eigentlich sehr gut zurecht. Habe ich keine Probleme. Hin und wieder ist es auch nicht schlecht, wenn man mal so ein, zwei Tage auf seiner Homebase verbleibt und sich regeneriert. Vor allen Dingen, wenn man bei vielen Inseln gewesen ist, hat dort viel gearbeitet. Was schwimmt denn da rum? Schwimmt da was rum? Und soweit ist es ja nicht. Wir sehen ja unser Ländle, sehen wir ja schon. So, was haben wir denn da drüben für eine Insel? Ach, das war die mit den vielen Bananen. Okay. Wenig Bananen. Okay. Da drüben, das können wir. Ach, das war das mit dem leeren Frack. Okay. Na gut, die Fracks sind eigentlich jetzt alle leer. Also da, wo ich Namen vergeben habe für die Inseln, da gibt es eigentlich kein Wrack mehr, was irgendwas beinhalten würde. So, na gut. Der Sonnenuntergang. Ich drehe mal das Floß ein bisschen in die andere Richtung, damit wir noch ein bisschen was vom Untergang der Sonne mitbekommen. Und jetzt sind wir ja bald da. Dauert ja nicht mehr lang. Ja, ich meine, das Spiel ist so nicht schlecht. Es ist geruhsam, sagen wir mal so. Man braucht wirklich echt Zeit für dieses Spiel. Ja, natürlich könnte man versuchen durchzurushen, aber das ist nicht meine Spielart. Und ich genieße jetzt eigentlich so diese Sequenzen hier. Auf dem Wasser ein bisschen segeln. Das beruhigt auch. Wenn man Stress am Tag hat, dann kann man damit auch ganz schön wieder abbauen. Und vor allen Dingen bei den Survival-Spielen, ja, bin ich immer sehr, sehr fixiert drauf, irgendetwas auszuprobieren, ob irgendetwas möglich ist, was im Spiel eigentlich nicht vorgegeben ist, es zu bewerkstelligen. Das ist eigentlich immer so die Herausforderung. Natürlich auch das am Leben bleiben ist natürlich auch eine Herausforderung, ist ganz klar. So, wir können mal schon mal die Segel so weit einholen, dass wir da nicht unbedingt mit Vollkaracho drauf brummen auf die Insel. So. Okay, noch ein Meter, komm. Tja, mit unserer Sonnenuhr, da sind wir auch noch nicht recht viel weiter gekommen. Aber, ja, jetzt bin ich wieder rückwärts gefahren, ich Trollkopf, weil ich nicht aufgepasst habe. So, jetzt können wir die Segel richtig einholen. So, und dann Steuerung beenden, rausgehen. Und dann müssen wir das Floß etwas weiter rüberziehen. Habe ich nicht aufgepasst, wie ich hier in die Bucht reingefahren bin. Und hier haben wir die große Landzunge. Da sollte uns dann eigentlich fast nichts passieren. Aber ich muss mir noch meine Landestelle muss ich noch machen. Nicht, dass unser Floß dann wirklich bei Hochwasser weg ist. Also weiter geht's nicht. Bis dahin können wir es herziehen. Hier ist der Busch im Weg. Gut, dann lassen wir es gut sein für den Clip. Ich sage Dankeschön und Holdrio bis zum nächsten Video, gell? Also, tschüss, bye bye, arrivederci, euer PVP. Okay. Ja, wieder habe ich einen kleinen Clip für euch. Was kann es Schöneres geben, als auf einer einsamen Insel mitten im Pazifik bei Vollmond und einer lauschigen Nacht am brennenden Lagerfeuer
mit Eier, die gebrutzelt werden, Schildkröteneier. Oh, da ist doch eine runtergefallen, ne? Nee. Oder? Doch. Da ist doch ein Eichen. Was macht denn das Eichen da? Das gehört doch dahin. Sowas. Tja, da machen wir Salzwasser. Ne, da haben wir Salzwasser und machen Salz draus. Indem, dass wir es verdunsten lassen. Ja, ist das nicht herrlich, liebe Leute? Wir betrachten den Mond, die ziehenden Wolken. Jetzt könnten wir auch noch sagen, wo sind wir denn überhaupt? Immer eine gute Frage, ne? So sieht man nichts. Müssen wir uns das so hinstellen, dann sehen wir was. Und die Wolken ziehen in diese Richtung. Das heißt, der Wind kommt so ziemlich aus Osten. Mann, wenn da Norden ist, ja, kommt der Wind aus dem Osten so ziemlich, ja, genau. Ja, und meine Base, die sah irgendwo, da ist Materialinsel, die Statueninsel, die Insel ist leer, die habe ich schon geplündert. Was haben wir denn da drüben? Die ist auch leer, da gibt es nichts mehr, ist auch leer. Ah, da ist Materialinsel, da hinten ist meine Base. Okay. Was haben wir noch? Material. Werffloß, da muss ich noch hinfahren. Und da hinten gibt es Früchte. Ich glaube, das waren die Bananen. Da muss ich mal hinfahren noch. Und das müssen wir auch noch abklappern. Ja, ob es da überhaupt noch was gibt für mich. Gut, schön, fällt mir. Ja, und hier die Funkenstieben, genau in Windrichtung, ne? Kann man also auch noch von hier aus so feststellen, wie der Wind zieht. Da hinten seht ihr mein Floß, ein Hausboot. Ne? Und jetzt schauen wir mal, wie weit sind jetzt die Eier. Das eine ist schon gleich fertig und die anderen, die brauchen noch alle ein bisschen. Okay, alles kein Problem. Also macht schon Spaß. Das Spiel macht schon Spaß. Wenn es nicht so langweilig wäre dann zum Schluss. Weil man ja keine Aufgaben mehr hat. Oder man hat keine Aufgaben prinzipiell. Die Aufgaben, ja, die muss man sich ja selber quasi vergeben. Also momentan wenigstens noch. Ist ja noch in Early Access. Story ist so gut wie keine drinnen. Und ja, was muss man machen? Nix. Ne? An Land schwimmen, schauen, dass man überlebt, ein Floß bauen, ein Paddelfloß bauen, zur nächsten Insel fahren, schauen, dass man was zu essen organisiert, sich ein bisschen was aufbaut, eine Hütte, dass man Wasser sammelt, dass man genug Salz und Vitamine zu sich nimmt. Die ganzen Inseln abklappern. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viele Inseln das sind, aber es sind keine 30, sage ich jetzt mal so schnell, oder? Lasst mich mal auf meinen Zettel gucken. Ich habe mir das ja mal aufgemalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Also wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 19 Inseln, vielleicht auch 20. Ich habe mir das alles auf dem Zettel mal aufgemalt, damit ich mich da auch ein bisschen gut orientieren kann und konnte mir auch dazu schreiben, was auf der Insel zu finden ist oder was noch zu holen ist. Da tut man sich dann auch ein bisschen leichter, weil in dem Plan hier, ja, drehen wir mal rum, damit ihr was seht, in dem Plan hier, Habt ihr nicht viel Platz zum Schreiben, schreibt ihr zu viel, dann überschreibt ihr quasi die anderen Zeilen, wo ihr schon was dort stehen habt und dann kann man es nicht mehr lesen. Ja, und deswegen, das ist halt ein bisschen schlecht gemacht, sage ich jetzt mal. Auch der Plan ist eigentlich auch viel zu klein, der könnte also auch größer sein. Wäre also, ja, schon anregenswert, sage ich jetzt einmal. Jo, so, jetzt müssen wir noch ein bisschen Holz drauf klatschen.
bevor das Feuer ausgeht. Weil das brauchen wir wieder extra einen Anzünder. So, das ist zu 100%, das ist also schon fertig. Das können wir einstecken. Schnupp. Ein gelbes Ei. Okay, schön ein gelbes Ei. So, ja, mit diesen Bildern möchte ich mich da aus diesem Clip hier verabschieden. Mal gucken, ob ich noch mehrere kleine Clips so schnell zusammenschneiden kann. Oder dass halt irgendetwas passiert, was man euch schnell als kleinen Clip zeigen kann. Okidoki. Bis demnächst, liebe Freunde. So, wieder mal ein kleiner Clip. Schaut mal, was mit meinem Floß passiert ist. Das hat es wieder mal durch die Gegend gehauen. Ja, einwandfrei, ne? Da unten, da liegt da noch ein bisschen was. Da komme ich aber nicht ran. Okay. Also, was müssen wir machen? Wir versuchen hier den Baum abzuhacken. Schade drum. Und den Busch wegmachen. Den Oleander wegmachen. So. Dann müssen wir das wahrscheinlich noch wegmachen. Ist doch blöd, ne? So, wo hängt er noch? Ah, da haben wir noch so einen kleinen Scheffler. Den auch noch wegmachen. So. Und jetzt schaut mal, was hier drinnen liegt. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Ich habe ja die Wände hier drinnen abgerissen. Und dann hat mein Schiffchen hier wieder durch die Ge Gegend geschmissen. Und auf einmal kommen die ganzen Palmenwedel zum Vorschein, die noch gefehlt hatten. Wo die gewesen sind, das weiß der liebe Herrgott. Ja, die werden wir jetzt noch einsammeln. Dann haben wir die auch beiseite. Können wir das noch? Nein, das können wir nicht mehr. So. Hier habe ich ja schon ein ganzes Lager angelegt. Dann legen wir die restlichen noch mit dazu. Oh Mann, Leute, Leute, also das ist Katastrophe, ne? So, das hätten wir. So, was haben wir noch? Liegt hier noch irgendwo was rum, was später zum Vorschein jetzt gekommen ist? Nein, anscheinend haben wir alles. Doch, da oben liegt noch was. Da komme ich da ran. Oh Mann, hey. Da kommst du nicht ran, ne? Na gut, ich könnte mir aber schon vorstellen, wie ich rankomme. Mal schauen, ob das funktioniert. Wo legen wir denn das jetzt noch alles hin? So, jetzt müssten wir aber das Ding endlich einmal hochheben. Und ja, es liegt noch zu viel auf dem Boot. Deswegen kann man es auch nicht transportieren. Ist doch alles ein Witz. Da komme ich nicht ran, ne? Komme ich da ran? Ne, ich komme da nicht ran. Warte mal, wie machen wir das am blödsten? So. Komme ich da ran? Ja, da. Schauen wir mal, wenn wir viel Glück haben. Oder auch nicht. Ach je. Na ja, gut, das sind die Nahtstellen. Aber da muss doch noch eins, müsste doch eigentlich noch rumliegen. So hat es zumindest ausgeschaut. Dass man da hochhüpfen kann, das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich jetzt ganz einfach mal ausprobiert. Wahrscheinlich brechen wir jetzt die Haxen. So, sieht man von unten noch irgendeinen Palmenwedel? Nö, ne?
Nee, das ist alles original, wie es ausschaut. Nö, das müsste gegebenenfalls der letzte Palmenwedel gewesen sein. Hoffen wir es einfach mal. Aber das können wir ganz leicht überprüfen, weil wenn sich das Floß heben und transportieren lässt, dann ist auch nichts mehr in dem Floß, was lose ist. Nein, es ist noch irgendwas, ist noch. Irgendwas ist noch. Aber was? Das ist die gute Frage. Es lässt sich noch nicht so richtig transportieren. Doch, jetzt geht's einigermaßen. Es geht einigermaßen, ja. Ah ja. Okay. So. Dann parken wir da wieder ein, ne? So, den Holzstock, Doc, den schauen wir mal, ob wir den noch kriegen. Ja, so meine Fischreusen. Das sollte ich auch langsam mal nachgucken. Ach, da liegt noch eins. Da schau einer an. Und das kann er wieder nicht aufnehmen. Er kann immer bloß eins. Und da liegt noch einer. Da, gut, dann und nochmal ein Blatt. Okay. So kommt es langsam alles zum Vorschein. Man muss einfach nur das Floß immer kräftig durchschütteln. Dann fällt irgendwann auch das letzte Teil, was lose ist, raus. Jo, das soll es mal gewesen sein mit dem kleinen Clip, den ich da noch mit ranhänge. Ja, gibt es einen kleinen Clip noch dazu. Kurze Einspielung bei Starkregen. Behinderung bei der Sicht, man weiß gar nicht, wo man hinfährt. Ich habe die richtige Richtung, müsste nämlich nachher irgendwo eine Insel auftauchen oder auch nicht. Schon ein heftiges Gewitter. Ja, da ist die Insel. War immer so schlecht gesteuert. Ist natürlich schade, dass ich jetzt dieses Regenwasser nicht sammeln kann. Weil, wenn wir dort sind, an der Insel, wird es wahrscheinlich aufhören.
Ja, so habe ich mir das gedacht, wenn ich an der Insel bin, um Wasser zu sammeln, dann ja, ist der Regen auch vorbei. Okay, alles klar. Macht auch nichts. So, ich bin jetzt bei welcher Insel? Ah ja, das ist die da, wo leer steht. Sieht man was? Kann man was sehen? Nee, weil der Mond nicht so hell scheint. Okay. Pech gehabt. So, was gibt es denn hier eigentlich noch? Da haben wir hier noch. Ach, da haben wir ja Regenwasser. Na ja, gut, dann könnten wir ja eigentlich das trinken. Ist gut, dass ich immer mal irgendwo auf einer Insel ein bisschen was hingestellt habe. Da ist nichts drin. Die müsste eigentlich auch leer sein. Ja, okay, alles klar. Dann gibt es hier eigentlich für mich nichts weiter. Da hätten wir noch ein bisschen Material. Und ja, da haben wir auch Material. Aha, okay. Also können wir gucken. Also Bananen gibt es keine, die habe ich schon alle abgeschlagen. Und was ich bis jetzt so gut wie fast nicht gefunden habe, das sind die Papaya-Bäume. Ich habe schon mal zwei, hatte ich schon mal gefunden, aber leider Gottes war da keine Papaya dran. Schaut ungefähr aus wie so ein Ahornblatt. Oder ja, genau wie ein Ahornblatt. Okay, wenn es halt da auch keine gibt, dann ja, müde bin ich, gehe zur Ruhe, schließe meine Äuglein zu. Also dann tun wir die Insel benennen. So, da scheint der Mond drauf, da können wir was sehen. Und dann heißt die nicht unbedingt jetzt leer, sondern wir haben M wie Material und das war's. Mehr wie Material haben wir da nicht drauf. Die Bananenstauden, wie gesagt, habe ich abgerissen. Palmen sind auch keine da. Okay. Dann hat sich das also hier auch erledigt. Gut. Können wir höchstens den Stein noch mit runternehmen, damit wir den später, wenn wir mal was brauchen sollten, auch sehen. Ja, Schildkröten, Stein, Möwen. Aber das tue ich nicht extra notieren. Eigentlich gibt es auf jeder Insel Möwen. Okay. Naja, gut. Dann sollte es das mal mit dem Clip gewesen sein, ne? Ja, vielleicht kommt noch einmal einer.